Mit Valeo wechseln Sie Ihren Ölfiltereinsatz mit Leichtigkeit. Für den Ölfilterwechsel benötigen Sie feuchte Lappen, ein paar Handschuhe, Reinigungsmittel, einen Drehmomentschlüssel, eine Ölauffangschale, einen Trichter, den neuen Filter, einen Schlüssel für die Ablassschraube, eine Ölablassdichtung, eine Ölfilterdichtung, 5 Liter Motoröl mit der benötigten Viskosität. Fahren Sie das Fahrzeug auf die Auffahrrampe. Ziehen Sie die Handbremse an. Lassen Sie den Motor eine halbe Stunde abkühlen. Lauwarmes Öl vereinfacht den Ölwechsel. Öffnen Sie die Motorhaube und lokalisieren Sie den Filter. Machen Sie den Motoröldeckel auf, lösen Sie die Ablassschraube und lassen Sie das alte Motoröl komplett in die Auffangschale ablaufen. Drehen Sie den Ölfilterdeckel entgegen dem Uhrzeigersinn ab. Legen Sie das Teil auf den Lappen, um Ölflecken zu vermeiden. Wechseln Sie die Dichtung und/oder die Ablassschraube und ziehen Sie diese fest. Schmieren Sie die Dichtung des neuen Filters mit Öl ein. Verwenden Sie dafür kein Fett. Ersetzen Sie die Dichtung des Deckels mit der neuen Dichtung. Setzen Sie den neuen Filter in den Deckel ein. Drehen Sie per Hand den Deckel in das Gehäuse. Ziehen Sie den Deckel mit dem Drehmomentschlüssel fest. Füllen Sie 4 Liter Öl in den Motor ein. Überprüfen Sie den Ölstand. Starten Sie das Fahrzeug und überprüfen Sie, dass es kein Ölleck am Deckel und an der Ablassschraube gibt. Lassen Sie den Motor 10 Minuten lang ausgeschaltet und ergänzen Sie die Ölmenge, wenn nötig, bis zur maximalen Ölstandmarkierung. Das Altöl darf nicht in die Umwelt gelangen. Altöl kann an Ölsammelstellen oder beim Händler bis zur gekauften neuen Ölmenge abgegeben werden. Valeo empfiehlt den Ölfilterwechsel mit Ölwechsel nach 15.000 Kilometern oder jedes Jahr nach Herstellervorgabe.